und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute in der Laberecke. Also, willkommen in Ulrichs Laberecke. Warum mache ich das? Ich möchte hin und wieder mal darauf eingehen, auf meine kleinen Fehler, die mir zwischendrin passieren, sprich einfach mal ein paar Korrekturen machen sozusagen. Oder dann noch euch erklären, was ich vielleicht vergessen habe, wie zum Beispiel jetzt Stefko mir jetzt den Hinweis gegeben hat zu meinem Foto, wo, dass ich da natürlich auch einen Schnellverschluss habe, wo man die Kamera, das Handy und so weiter abnehmen kann. Das seht ihr jetzt. So, kommen wir jetzt nochmal zu dem Nachtrag zu unserem Stativ. Danke an Stefko für den Hinweis. Ihr habt ja doch einen Schnellverschluss, den habe ich nicht entdeckt, beziehungsweise nicht mitbekommen irgendwie in der Beschreibung. Einfach oben das Teil und dann muss, genau, dann geht der Schuh hier unten raus und ihr könnt eure Kamera oder das euer Smartphone ganz normal abnehmen, ohne dass da was passiert. Ihr müsst natürlich den wieder zurückspannen. Das Ganze setzt sich dann echt easy wieder ein. Ich filme jetzt gerade etwas händisch, sodass das halt nicht gerade optimal ist. Also hier, nur zurückdrehen, rein, fertig, fest. Okay, das war zum Beispiel jetzt der erste Hinweis. Natürlich passieren mir ja, wie gesagt, noch viele Fehler in meinen Videos. Deshalb auch hier mal die Runde. Dann möchte ich auch mal auf Kritiken eingehen und auch auf Lob. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich jetzt mittlerweile 22 Abonnenten habe. Die Woche war extrem gut für meinen kleinen Kanal. Da sind dann doch ein paar Leute mehr hängen geblieben bei mir, was wahrscheinlich an der BattleTech Essential Reihe liegt. Dankeschön dafür erstmal. Und wenn ich das richtig gelesen habe, folgt mir sogar Pleni Lee Padua. Meine Mimik war jetzt irgendwie blöd. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das auf Twitter war oder hier jetzt in meinem Kanal. Das ist ein Autor, der hauptsächlich für BattleTech geschrieben hat, also zumindest ich kenne ihn nur von BattleTech rein. Er schreibt auch historische Bücher und so weiter und so fort. Da müsste ich mich dann mal irgendwann schlau machen. Dann kommen wir jetzt schnell nochmal zum Classic BattleTech. Ich hatte ja das zweite Video gehabt, da gab es dann ein paar Kritiken dazu von... Oh, da muss ich jetzt mal ganz genau schauen, wie er denn überhaupt hieß. Hier steht Nix Gizmo. Okay, also er meint es wahrscheinlich etwas positiv, aber ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, ich bin nur ein Anfänger der Classic BattleTech, mache das eigentlich nicht so, spiele das eigentlich nicht so häufig und sehe mich da auch nicht als absoluten Profi. Das heißt, grundsätzlich Fehler können passieren und ich sage auch Classic BattleTech, weil ich das jetzt seit 2012 bin ich das so gewohnt und ob man das so schnell abstellen muss, mein Gott. Können wir ja machen. Also diese Kleinigkeiten, die du dann so sagst, so mit Anlegewürfel, Farbige und sowas, habe ich ja gemacht. Ich glaube zum Beispiel Größen etc. pp., das ist doch jedem selber überlassen. Das muss dann jeder Spieler, glaube ich mal, für sich entscheiden. Was hätten wir noch? Ach ja, mein Sprinten und Rennen gehen, also das bleibt halt mal hängen. Das nehme ich dann eigentlich auch nicht ganz so ernst. Mir passiert jetzt auch im ganz normalen Spiel, dass ich dann sage, ich bin jetzt gesprintet, mein Gegenüber guckt, du bist doch gerannt. Jawohl, ich bin gerannt. Und kommt vor, das sollte eigentlich hier nicht unbedingt bei den Videos vorkommen. Zum Beispiel merkt ihr auch bei einem Video, dass dann plötzlich der Ton weg war beim Schnitt. War auch mein Fehler. Haben wir noch hier was Wichtiges? Gut, das mit dem Rückentreffer habe ich noch nicht nachgelesen, das kann ich ja dann irgendwann mal machen. Wie dann die Ausrichtung ist, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Zeit gehabt, jetzt am Wochenende, das habe ich nicht geschafft. Und sonst noch irgendwas Wichtiges hier drin? Gut, Einlaufen und die Aufstellung zum Beispiel. Da war ich mir auch nicht ganz sicher, wie das dann abzulaufen hat, deshalb bin ich dann erstmal eingelaufen. Das dürfte aber nicht so weiter schlimm sein. Ich gucke hier nebenbei noch schnell mal in den Text hinein, was er denn noch so geschrieben hat. Vielleicht ist es günstiger, wenn ich den jetzt einfach nach vorne nehme, aber das Licht blendet ja noch wieder. So, also wie gesagt, sonst eigentlich relativ findet er das auch recht gut, was ich hier mache. Danke auch dafür für die ganzen positiven Rückmeldungen, die ich da bekomme zur Essential-Reihe.
Und ich werde sie ja demnächst dann fortsetzen. Aktuell ist ja Alpha Strike meets Classic Battletech, besser gesagt andersherum ist der Titel, Classic Battletech meets Alpha Strike. Sozusagen, wie sehe ich die beiden Systeme auf hier dem jeweiligen anderen Untergrund verhalten, sprich Hex und Hexfrei. Tja, das möchte ich jetzt nicht mehr so in die Länge ziehen. Also ich möchte hier auch bei meinem Laberecke auch mal auf eure Kritik und auf euer Lob, wie gesagt, eingehen. Fragen beantworten, wenn ihr welche habt, mache ich dann ganz gern. Was mir jetzt noch die Woche aufgefallen ist, ich habe hier noch eine App namens Applike. Die haben jetzt plötzlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann oder ob das jetzt hart blendet, also hier bei Applike, haben die plötzlich ihre Coins, also die Coin-Ausschüttung drastisch verringert. Das heißt, bei neuen Apps bekommt ihr maximal nur noch 8 Coins. Woran es liegt, weiß ich jetzt nicht. Also im Prinzip wäre das dann faktisch eine sinnlose App geworden für mich. Also da brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Deshalb bei der positiven Bewertung muss ich jetzt eigentlich sagen, nein, ist negativ. Ich weiß nicht, wie viele Jahre man das spielen möchte, bis man dann überhaupt das Ziel erreicht, um die Prämie zu erhalten. Kann man also vergessen. Noch ein Hinweis zu Classic Battletech habe ich jetzt entdeckt bei Ulysses. Das Hardware-Handbuch 3060, da war ich etwas sehr überrascht, dass es das auch bei Ulysses gibt. Das ist leider nur ein Scan, deshalb schaut es euch bitte vorher an, also in der Vorschau, ob es euch zusagt und kauft es dann. Aktuell waren jetzt die Woche die Preise für die ganzen Regel-PDFs sehr günstig, um die 17 Euro sogar mitunter. Das heißt, wer jetzt noch Regel-PDFs braucht zu Alpha Strike, zu Battletech, diesmal habe ich es mir jetzt gemerkt, also zu Battletech, also dem Total Warfare, einfach zuschlagen als PDF, super günstig. Ich schiebe nochmal hier nebenbei runter auf meinen Spickzettel. So was Hochmodernes wie die Politiker habe ich ja nicht hier. Ne? So. Und natürlich muss ich mir noch hier auf die Agenda schreiben. Kein Zoom mehr zusammen. Ich möchte eigentlich nicht so lange labern. Also, für das Schneiden habe ich mir jetzt eine neue Software gekauft. Auch jetzt bei Steam. Also die Steam Edition von Magic's Video Deluxe 2017. Die 2018er Version hat Stefko bereits. Diese möchte jetzt nächste Woche, möchte dazu ein Video machen. Jetzt setze ich dich mal ein bisschen unter Druck, Brüderchen. Dann hast du ein bisschen Zugzwang, damit die fertig wird, weil ich möchte auch gerne mal reinschauen und mal sehen, was das so alles kann, das Programm. Ich habe schon festgestellt, bei der Tonnachbearbeitung ist das echt top gegenüber meinem Windows Movie Maker, den ich bisher genutzt habe, sprich halt als Einsteiger sozusagen. Tja, was kann ich noch so sagen? Euch erwartet demnächst noch ein Video zu meinem Asus ROG GA8.2, sprich wir bauen da einen neuen RAM ein. Es ist etwas tricky, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe lange gesucht, bis ich irgendwo einen Hinweis gefunden habe. Den habe ich also irgendwo von einem Araber bekommen. Bei YouTube, da habe ich mir halt nur das Video angeschaut und weiß jetzt, wie es geht. Ich habe, wie gesagt, gestern einen halben Tag verschwendet, um zu suchen, wie ich denn jetzt meinen RAM wechsle. Das muss ich aber auch noch erst schneiden. Gefilmt ist schon alles und ich denke, ich bringe das im Verlauf der nächsten Woche das Video raus. Natürlich steht dann noch die Battletech Essentials Reihe an, die noch weiter fortgeführt wird. Teil 5, wie gesagt, schon oben erscheint, ebenfalls im Verlauf der kommenden Woche. Gut, nochmal ganz kurz zu meiner Laberecke hier. Wie gesagt, ich wiederhole mir schon wieder, Lob und Kritik möchte ich gerne abarbeiten. Hinweise von euch zu euch, von euch, auf, die ihr bei meinem YouTube-Kanal hinterlasst. Irgendwann müsste ich mal so ein Takeout machen, was ich hier für Grimassen ziehe und wo ich mich verspreche. Also, zu Lob, Kritik, Hinweise, wie gesagt, was Stefko mir gesagt hat, sprich mein Bruder, du pass mal auf, der hat doch einen Schnellverschluss, das hast du nicht gesehen. Nochmal ein bisschen ein paar Nachträge zu meinen Videos, wo dann halt ein paar Fehler unterlaufen sind. Weil ich doch manchmal dann doch zu voreilig bin und sage, das Video ist jetzt fertig, das kann ich jetzt einstellen. In Ordnung. Grundsätzlich soll dann dieser Laberkanal nicht so wie heute bei der ersten Vorstellung aufgebaut sein. Wie folgt. Erstens, kurzer Überblick über die Woche. Gab es irgendwelche Fragen? Lob, Kritik? Vielleicht mal Abonnenten-Update? Ich weiß nicht, ob ich da angehen muss. Egal. So, auf jeden Fall
möchte dann ein kleines Hauptthema mit reinbringen. Heute wäre es mal kurz gewesen, die Kritik zu Classic Battletech, Battletech. Das ist unbewusst, das war jetzt kein Running Gag, also sorry, das ist halt so gewesen. Okay, wie gesagt, ihr könnt auch immer wieder mal fragen, macht meinetwegen ihr jetzt in der, bei der Laberecke einfach jetzt nochmal einen Kommentar dazu. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach hin. Ich schaue auf jeden Fall bei meinem Kanal nach, was ihr hinterlassen habt und schaue mal zu, dass ich das irgendwie verbessern kann, nochmal drauf eingehe und so weiter und so fort. Und natürlich möchte ich ja nochmal was zu meiner Kamera irgendwann mal sagen. Irgendwann. Und ich habe noch die Softbox offen. Die Fotos sollte ich jetzt auch mal machen, weil irgendwie bin ich hinten dran mit meinem ganzen, wie soll ich sagen, Termin. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ich möchte eigentlich in Zukunft bei der Laberecke nicht länger als 10, 15 Minuten labern, weil das wäre ja Quatsch. Irgendwann ist es euch dann gewiss langweilig, auch wenn ich Quassen schneide wie, na, nicht wie Louis Definis, der kann es viel besser. Okay, und für alle Serienfreaks, die Netflix haben, Frontier Staffel 2 mit Jason Momoa, ist wieder online, ist jetzt verfügbar. Muss ich heute mir mal anschauen, obwohl nein. Heute schaue ich mit meiner Frau, also kann ich es nicht gucken, dann schaue ich lieber Queen of South, da schaut sie auch mit, auch eine ganz geile Serie. Und vielleicht sollte ich mal irgendwann mal ein Video drehen dazu. Also vielen Dank, dass ihr jetzt mal kurz in meiner Laberecke wart. Bis demnächst, euer Ulrich Kerensky. Ciao, ciao.